Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B49 bei Neuhäusel, in den auch ein Kleinkind involviert war. Gegen 8.40 Uhr kam es unweit der Abfahrt Neuhäusel Ost aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin mit einem Kleinkind auf dem Rücksitz und einem 37-jährigen Fahrer, ebenfalls aus dem Westerwaldkreis. Die ersteintreffenden Kräfte fanden zwei Kfz vor, die frontal aufeinandergeprallt waren. Beide Fahrzeugführer waren in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden durch den Rettungsdienst erst versorgt und die Feuerwehrkräfte haben dann begonnen, die Fahrzeugführer aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Beide Fahrzeugführer waren ansprechbar, aber aufgrund der Verletzungen mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus dann durch den Rettungsdienst verbracht worden. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle aus den Feuerwehren der Augst und dem Löschzug-Wunderbauer und der Feuerwehr Mendershausen. Das Kind im Fahrzeug der Frau, das in einem Kindersitz gesichert war, blieb nach ersten Erkenntnissen äußerlich unverletzt. Die B49 musste im Bereich der Ortsumgehung Neuhäusel für mehr als 3 Stunden voll gesperrt werden.